Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind hier noch immer in unserem Dungeon wie beim letzten Mal und ich muss mal kurz die Powerrüstung ausziehen, damit wir unsere Waffen und unsere Ausrüstung ein bisschen pimpen können. Also Waffe. Jo. Hier, der Raketenwerfer wäre gut, aber auch... So, wo bist du denn? Geht's... Ah, Fatman, da ist er. Okay. Okay, da fehlt noch einiges. Hm. Warte, vielleicht aber auch nicht. Ja, verlassen. Vielleicht habe ich das Glück und die liebe Etta. Hey, wie kann ich die? Handel. Etwas verringern? Gib mir alles, was du hast. Oder warte. Puh, das kann ich so nicht sehen, ne? Oh doch. Aluminium haben wir jetzt gebraucht, ne? Was war noch? Ich hab's mir nicht gemerkt. Mist. Aluminium. Was kann der eigentlich? Eine experimentelle Modifikation. Also das geht überhaupt nicht. Ich habe die Ränge nicht dazu. Okay, vergesst das. Standardwerfer. Okay. Wie schaut's aber Machete? Gezackte Klinge. Aha, da brauche ich dann noch hier Schmieden. Raketenwerfer, geht bei dir was? Was? Standardvisier? Ach du Heilige, das muss alles hier. Und keine Mündungsbremse. Aha, Bajonett geht drauf. Das können wir sofort machen, okay. Anfertigen. Okay. Ja, mehr ist leider nicht. Können wir... Gehärtetes Scharfschützengewehr. Können wir hier noch irgendwas... Mächtiges. Überlegener Schaden. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Anfertigen. Wie schaut's mit dem Lauf? Schrauben würde ich brauchen. Gewicht würde sich verringern mit dem hier. Rückstoßdämpfung, warte mal. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Ja, haben wir irgendwas in Schrott mit Schrauben, Edda? Hey, warte. Was kann ich für dich tun? Handeln bitte. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Jo. Haben wir irgendwas mit Schrauben? Stahl, 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 Säure, Dünger. Irgendwas mit Schrauben. Ja, der da. Und die da. Passt. Reicht mir schon. Puh. Das Tesla-Gewehr wäre halt auch super, wenn wir das auch noch machen könnten. Aber da werden wir jetzt das hier mal, Scharfschützengewehr, weiter tun. Das wäre hier noch Kleber, wäre noch gut gewesen, aber... Ganz ehrlich, mir ist der leichte Lauf lieber. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Ich hoffe, das ist besser. Katschanga. Was haben wir hier noch? Kolben. Aluminium, Kleber und Schrauben wird man hier weiterhin brauchen. Präzisionskolben, Rückstoßdämpfung, besseres Ziel mit Zielfernrohren. Ah, das wäre schon fesch. Aluminium braucht man, Kleber und Schrauben. Weißt du was? Edda, gib mir alles, was du hast. Ist mir schon wurscht. Hey. Bitte? Ja. Handel. Mal an, was sie so haben. Gib gleich mal. Ach so, wenn ich jetzt alles nehme, sind die Waffen auch, ne? Ach, was soll's. Gib hier mal das Zeug. Wir sind hier gerade dabei, uns ein bisschen aufzumotzen und aufzu... Also zu verbessern. Na, warte. Hier. Okay, das reicht nicht. Das wird schon reichen. Ach so, meine Güte. Da fehlt ja schon wieder... das Talent dazu, ne? Überlegene Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität, unterlegene Nachladegeschwindigkeit.
Mehr Kapazität. Wäre eigentlich das schon besser. So. Zielfernrohr. Okay, da geht nichts besser. Da fahre ich wieder das... den Waffenfreak Nummer 2. Bajonett nehmen wir noch dazu. Was würde hier fehlen? Ja, natürlich wieder Waffenfreak. Dann Bajonett. Okay. Passt. Dann die nächste Geschichte. Der Fatman geht ja nicht. Herrschaft, können wir hier noch... können wir hier was machen? Na. Wie wäre es aber mit... Tesla-Gewehr? Ah ja, da brauche ich Wissenschaft. Okay. Standardvisier, Reflexvisier. Das wird gehen. Erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Das wäre echt nicht schlecht, ne? Und fertig. Passt. Dann tun wir hier mal auf verlassen. Wir gehen rüber zu unserer Rüstung. Rüstungswerkbank. Wir haben jetzt an... was haben wir an? Was haben wir an? Wo ist denn das Zeug? Achso, das steht so nicht mehr beschrieben, ne? Das haben wir eh schon gewechselt. Ohne Extras. Ja. Geht derweil auch nichts. Taschen wären halt super. Leder würde ich brauchen. Pfui. Haben wir kein Leder. Das ist halt echt blöd. Abgedunkelt. Legiert. Das wäre halt super. Das wäre super. Wie schaut's? Legiert, legiert. Abgedunkelt. Legiert. Was hätten wir noch? Legiert, 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 legiert. Leichtbau mit Taschen. Lackiert. Tun wir auch hier gleich. Passt. Können wir denn hier die Mods nicht wieder... bei diesen Taschensachen, dass man da die Mods nicht wieder runter tun. Oder vielleicht hätte ich das tun können. Hm. Käse, ne? Passt. Verlassen. Ich hoffe halt, dass es passt. Aufgepasst. So, handeln. Und zwar Mods. Oh ja. Mal die ganzen Mods, die kannst du schon mal alle haben. Babarabarabarabarabab. Genauso wie die Schrottgeschichten. Was sind sie denn da? Bis ich halt... bis es halt nicht mehr geht. So. Rüber da. 3 Jahre später. So. Bald wird die gute voll sein. Wow, das ist sich ausgegangen. Supi. Munition, da will ich noch sagen, Inventar, Waffen. Die kann sie haben. Das auch. Die 3 Sachen. Die Splittergranaten derweil auch. Dann natürlich die Kleidungssachen. Boah, schiebiki, ne? 2, 1, 2. Den habe ich vergessen anzukleiden. Uff. Immer noch zu viel. Würde ich sagen, nimmst du das noch mit und das kannst du auch noch tragen. Das. Nein, warte, was Falsches. Nein, jetzt habe ich was Falsches weggepackt. Warum denn? Ach, Käse. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was das war. Linker Arm, rechtes... nein, linkes Bein. Rechter... was bist du? Rechter Arm? Oder Bein?
Könnte beides sein. Scheiße. Ah, da ist er. So, wieder zurück. Ach Gottchen. Du kommst weg. Der rechte Arm bleibt. Der kommt weg. Der kommt weg. Nein, geht nicht mehr. Okay, da kann nichts mehr tragen. Passt. Ach du Heilige. So, noch schnell anziehen. Weil ich mich ja wieder toll verklickt habe. Warum? Weil ich es kann. So. Aber irgendwas stimmt nicht. War da nicht irgendwas mit... So, das gilt für die Power-Rüstung. Ach so. Okay, alles klar. Das gilt für die Power-Rüstung. Ich bin ja ein Vollprofi. Dann gehen wir das gleich mal anziehen. Dann tun wir auch den Helm gleich drauf. Super. Das muss man halt auch wissen, ne? So. Jetzt warte mal, bis du quatscht. Den Helm, der muss noch rauf. Da, ah, da, weil er kaputt ist. Mann! Nochmal raus. Ach, wie kann man das denn, wie kann man das überhaupt reparieren? Rüstungswerkbank. Steht gar nichts dabei. Ja. Ist wurscht. Jetzt haben wir genug Zeit vertrödelt. Wir lassen es mal so dabei, rein da und gut ist. Nein, gehen wir einfach weiter. Würde ich vorschlagen, jetzt haben wir eh genug Zeit verdrödelt. Schauen wir, dass wir hier raus können. Und gut ist. Da habe ich, glaube ich, noch hier ein bisschen was gelagert, ne? Wenn ich das jetzt alles mitnehme. Oh, geht trotzdem. Sehr gut. Und hier? Sehr schön, wir sind noch nicht überladen. Das ist gut. Das heißt, wir müssen hier weiter wahrscheinlich. Speichern wäre auch gut. Perfekt. Dann würde ich meinen, hier lang. Das ist schön. Wir wären ganz traurig, wenn es dich nicht mehr geben würde, liebe Edda. Wirklich wahr. Also ich schon. Huch, Mann, jetzt habe ich zu schnell weggeklickt. Verflixt. Wartet, ich schaue das gleich mal nach, was das war. Mist, verflixt. Das dürfte ja wieder eine Waffe gewesen sein. Da. Erbeuteter Aggressor-Tron-Kopf. Das war's, glaube ich. Wird durch wiederholtes Nachladen aufgeladen. Je mehr Ladungen, desto höher der Schaden. Ah, ja. Gut. Das haben wir auch. So, dann hier. Keramikschale. Das passt auch. Und hier. Fort Hagen Hönger Abriegelungsterminal. Benutzen. Wir möchten hier bitte raus. Warnung. Allgemeine Abriegelung aktiv. Zugang nur für autorisiertes Personal, also uns. Passwortüberbrückung erkannt. Steuerung der Hangar-Sicherheitstüren. Bitte Befehl eingeben. Sicherheitstürensteuerung. Ja, Tür öffnen bitte. Geöffnet. Passt und tschüss. Da sind keine Fallen, das ist schön. Hier, was haben wir da? Einen Ordner. Die Rodel braucht man nicht. Gut. Aha, da geht's wieder rauf. Ah, da geht's raus. Gut, dann müssen wir uns hier unten zuerst fertig umschauen. Was ist das? Sicherheitstor schließen, okay. Ach, da sind wir. Okay, alles klar. Wir sind einmal im Kreis. Pfui, ich habe dein abgenutztes Klemmbrett übersehen. Schäm dich, Zocki. Pfui. Da ist... Halt! Nein! Komm her. Geh bitte zurück. So. Und jetzt? Da ist was drin. Eine Säge. Na fein.
Gut, jetzt können wir wieder raus. Das ist so schön, wir können nämlich so gut, wir können nämlich laufen eigentlich auch. Und raus hier. Juhu, supi gemacht. Hurra, hurra, hurra. Das heißt, wir gehen jetzt dann gleich mal zurück nach Sanctuary Hills am besten, ganz schnell und flotti. Ach ja, und für den Kerl müssen wir einen Roboter bauen. Da sehen wir es ja gerade, ne? Ja, ja. Abgeschlossen. Rede mit Edda. Aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Ja, ja, ist ja gut. Also, Edda. Aufgepasst. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ich will mit dir quatschen. Rede. Hier, Edda. Der letzte Radarpeilsender. Mhm. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Hier haben sie ihn wieder. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Sehr freundlich. Mehr Info zu Robohirnen. Endlich Mechanist finden. Brauchen es immer noch. Wir haben keine Wahl. Mechanist finden, ne? Vielleicht? Hast du mit dem letzten Radarpeilsender nun die Position des Mechanist ermittelt? Das hoffe ich doch. Ich führe bereits Berechnungen durch, während wir uns unterhalten. Das erklärt noch immer nicht, warum sie den Kopf wiederhaben wollen. mehr Informationen zu Robohirnen? Weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Okay. Wie ein Synth? Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Synth. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Na super. Jedenfalls brauchen wir den Typen noch. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanist zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Ach, gekommen, jetzt mach die doch nicht so fertig. Du bist hilfreich. Warum sagst du das? Ich verstehe nicht. Warum sagst du das, wirklich wahr? Warum in aller Welt sagst du sowas? Ist das nicht offensichtlich? Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Ach, geh. Persönlichkeitsmodus glaube ich nicht. Keine Zeit dafür, du bist ein Individuum. Glaube ich nicht. So darfst du nicht denken. Deine Persönlichkeit hilft dir, kreativ zu denken. Ich hatte meine Persönlichkeit immer als Last angesehen, aber offenbar habe ich das falsch betrachtet. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und jetzt habe ich sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesen Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Alles klar, dann Jezebel. Für Jezebel müssen wir jetzt dann einen Körper bauen. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich diese Quest noch fertig machen. Um einen Körper zu bauen, müssen wir wieder zurück. Und zwar dorthin, wo wir unsere Robostation haben, nämlich hier. Dann gehen wir gleich mal dorthin. Dorthin, dorthin. Da können wir nämlich auch unsere Schrottsachen hinparken, sage ich mal. Oh, müsste passen.
Schön, wir dürfen wieder Roboter bauen. Juhu. Ha, ich freue mich. So, aber zuerst muss der Bildschirm, also der Ladebildschirm verschwinden. Ja. Husch, geh weg. Wir haben zu tun. Brav. So, mal schauen. Gegner. Schaut eigentlich gut aus. Wenn wir was nachladen hier? Nein. Dann tun wir die Waffe wieder weg. Und gehen wir Roboter bauen. Hä? Nanu? Geht nix? Warum eigentlich? Du kannst... Achso, wegen der Powerrüstung. Okay. Ist aber gerade so bequem. Da drin ist so gerade so gemütlich, warm. Man fühlt sich sicher. Und ich muss jetzt wieder zu Fuß gehen. Ach, du bist schuld. So. Neuer Automatron. Eigentlich. Markierung für Suche. Welche Komponenten? Müsste passen, oder? Ist er somit schon fertig? Jezebels Kopf. Nanu? Geht's nicht? Benötigt keine. Haben wir ja. Achso, die ist schon drauf, oder was? Okay. Keine Kopfrüstung. Die schaut gut aus, oder? Ist wurscht welche. Würde ich sagen, mach mal. Alter, da oben geht's schon wieder ab, ne? Aber mir schlafen nämlich ein paar Leute, ne? Und der Hund von der Schwester meines Freundes ist wieder da und er scheint wieder ein bisschen zu randalieren. Weil wie ihr ja wisst, aufnehmen und so und hochladen, das mache ich bei meinem Freund, ne? Und wenn ich dann nach Hause fahre, um mich, wie soll ich sagen, hinzulegen, schlafen zu gehen, ne? Und so hin und her, das ja. Also da oben wird wieder randaliert, tut mir leid, nicht böse sein. Da geht's halt später ab. Nehmen wir den, weil der bietet mir Schutz. Nix. Alter, was ist denn los? Markierung für Suche. Ach so, jetzt haben wir's. Hä? Ich will doch bauen. Wir haben hier genug von dem Zeug. Markierung für Suche brauche ich doch nicht. Haben wir das nicht da? Die fehlen Komponenten für den Automaten. Ja, aber... Das steht doch, dass wir alles haben. Verstehe ich gerade nicht. Verlassen. Haben wir jetzt was gebaut? Nee. Aufgepasst. Gnädigste. Gib mir einfach mal alles, was du hast. Okay. So, geht jetzt vielleicht was? Neuer Automat. Anfertigen. Kopf ist sie normalerweise. Anfertigen. Passt. Dann kann man noch die Kopfrüstung machen. Die hier müsste passen. Dann als nächstes den Torso. Ah, da sind wir, glaube ich, schon wieder fertig. Da geht nichts. Linker Arm. Oder warte, vielleicht geht hier doch was. Front Aktuatorgestell. Da fehlt mir Kleber. Oder wie? Oder was? Oder warum? Du warst so ohne Extras. Erhöht Schadens- und Energieresistenz, steigert Tragetechnik. Ach, ich glaube, das passt schon so, oder? Dabei werden wir hier nicht Farbe, können wir noch machen, keine Farbe.
Aquamarin, weiß, braun. Gehen wir eher ein Pinken. Olivgrün, orange, rosa. Ach, das schaut so fürchterlich aus. Schwarz und weiß. Ein weißer Roboter wäre sicher auch hübsch, oder? Hellblau ist ja unsere Edda. Grau, gelb. Dunkelgrün. Dunkelblau. Braun. Blaue Farbe. Beige. Beige wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir beige. Anfertigen. Passt. So, würde ich sagen, verlassen. Und da steht sie auch schon. Hihi. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Ja. Was hast du denn erwartet? Sarkastisch. Das Beste, was ich tun konnte. Ach, geh mal sarkastisch, oder? Entschuldigt eure Hoheit. Der königliche Schneider ist erkrankt, also fiel die Aufgabe stattdessen mir anheim. Wenn Sie Sarkasmus als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Oh. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Geh, wenn du möchtest. Wieso so unkooperativ? Der Mechanist. Unkooperativ? Das mal fragen? Warum hat General Atomics dich so unkooperativ gemacht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin ein hochmodernes Modell mit einer Leistungsbewertung, die Mr. Handy da drüben wie einen besseren Toaster aussehen lässt. Wenn ich Anweisungen erhalte, erfülle ich diese ohne Fragen und Fehler. Also, haben Sie noch weitere lächerliche Fragen auf Lager? Alter, geh, wenn du möchtest. Nee, der Mechanist. Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist. Unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Aha. Oder dass sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Hilfe. Schwer zu glauben. Etwas Gutes dran. Du lügst. Hilfe? Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das Alter. Ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Na, großartig. Anweisungen des Mechanists. Das ist verrückt. Du weißt nicht, was Hilfe heißt. Anweisungen des Mechanists. Der Mechanist hat dir diese Befehle erteilt? Menschen zu töten? Nun, nicht ganz. Der genaue Befehl lautete, Menschen zu helfen. Ich habe ihn lediglich so interpretiert, dass ich meine Pflicht optimal effizient erfüllen kann. Mhm. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als Na, großartig. Meine Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber angesichts ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass sie es nicht verstehen. Alter, ich verschrott dich gleich. Mechanist finden, sarkastisch. Glaub, was du willst. Genug. Mechanist finden. Können wir bitte mit dem Gezicke aufhören und zu dem Teil kommen, wo du mir sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme? Ich habe versprochen, ihre Fragen zu beantworten. Und im Gegensatz zu Menschen fehlt mir die Fähigkeit zu lügen. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen Sie einen Ihrer Roboter mit der Modifikation MSAP ausstatten. Ich lade die Pläne auf Ihren Pip-Boy. So, ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Danke. Du Scherm. Echt? Schaut aus, als wenn sie eine Unterhose anhätte. Ha, geschieht dir schon recht. Blöde Kuh. Echt? So was Unhöfliches. Weißt was? Ich hau hier gleich mal
Für Ordnung sorgen, glaube ich, war gerade, ne? Ich hau hier gleich, warte, ich werde den gesamten Schrott mal da reinschmeißen. Hilfsmittel, diverses, Mods. Die Mods hau ich auch mal alle da rein. So und so. Wie schaut's? Boah, ey, ne? Tragen und so. Meine Waffen. Mein Inventar, meine Waffen. Das Blöde ist, dass man diese Waffen nicht zerlegen kann. Also, ja. Aggressor-Drohnen-Klinge werde ich auch mal hier lassen. Den lasse ich auch mal hier. Den behalten wir, weil wir gehen jetzt dann was Besonderes an. Die Machete behalte ich auch. Den tun wir weg. Summ-Klinge. Mr. Handy Summ-Klinge. Aha, das ist dann für unseren Cotsworth. Den tun wir auch mal hier hin. Das tun wir alles da rein. Das auch. Ach, du Heilige. Ich glaube, da tun wir mal eine weg. Warte mal. 700 noch was. Warte, was haben wir da? Den Raketenwerfer brauche ich. Wir haben 12 Raketen, das ist gut. Puh, Pistole und so. Da müssen wir mal unsere alte wieder ausgraben. 51 hat dieses hier. 51, Feuerrate ist mehr, würde ich sagen, tun wir den derweil einmal weg, da, dann, was haben wir hier, 30 Schaden, Gewicht weniger, also das ist gleich, mächtig. Würde ich sagen, tue ich den weg. Schrottflinte. Die tun wir da weg, weil wir haben eh die. Die ist eh schon gut mit 107 Schaden. Den Raketenwerfer, wie gesagt, den brauchen wir. Pistole. Aber da haben wir schon schön viel Schuss, ne? Würde ich die wegtun. So. Gewehr. Puh. Werden wir vielleicht das Gewehr hier behalten? Wegen den Munitionen, die wir so haben. Und den Fatman brauchen wir. Da haben wir insgesamt 2 Atom-, also Mini-Atombomben. Dann Kleidung werde ich derweil auch mal hier reinschmeißen. So. Weg. Da zweimal. Den Helm behalten wir noch, den müssen wir irgendwie versuchen mal zu reparieren. Leichtbau, das haben wir mal alles weg. So und so. Habe ich jetzt schon wieder den einen, das eine Bein, Dings da weggehauen, ne? Ich Idiot. Da. Oder? War ich brav? Nein, habe ich alles behalten, okay. So, weg und weg. 1, 2, 3, 4, 5. Brust, links, rechts. Rechts. Passt. Haben wir alles, ist gut. Den Helm hau ich derweil auch mal hier rein. Nein, hau ich nicht. Der gehört woanders hin eigentlich. So. Dann würde ich sagen, das hoffe ich mal, dass es so passt. Da gehört noch mehr weg eigentlich. Wäre gut, wenn wir. Puh. Da wäre es echt gut, wenn wir nach Hause gehen würden, kurz mal. Aufgepasst. Ich rede mal kurz Ada mit dir. Sie haben ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Hoffentlich ja. War sie nicht so schwierig. Ja. Robohirne missverstehen Befehle. Das ist noch untertrieben. Ich habe was, wir brauchen. Das erste, das Könnte obere Mal. Könnte es sein, dass diese Roboter ihre Befehle falsch interpretieren? Ja, das habe ich ebenfalls erwägt. Die widersprüchliche Natur der Durchsagen des Mechanist ist besorgniserregend. Aber es ist so, dass der Mechanist ungeachtet seiner Absichten aufgehalten werden muss. Diese Roboter sind zu gefährlich. Konnten Sie herausfinden, wie man zum Mechanist gelangt? Können wir Jezebel vertrauen? Muss einen Roboter modifizieren. Benötigt ein MSAT. Habe Pläne. MSAT. Jo. Ich muss einen Roboter mit einem sogenannten MSAT ausrüsten. Jezebel hat mir die Pläne gegeben. Eine selbstentwickelte
entwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Wahrscheinlich benötigt man das M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Tja, irgendwelche Ideen. Ich improvisiere. Dem Mechanist gegenübertreten. Den Mechanist töten. Tja, irgendwelche Was Ideen? Was schlägst du vor? Ich bin mir unschlüssig. Ich möchte, dass der Mechanist das Schicksal meiner Freunde teilt. Aber das liegt an meiner Persönlichkeitssubroutine. Wenn ich genauer darüber nachdenke, möchte ich gern Motiv und Hintergründe wissen, bevor ich urteile. Deshalb überlasse ich die Entscheidung Ihnen. Und nun, wenn Sie bereit sind, sollten wir wohl ein M-Set installieren. Wunderprächtig. Aber, puh. Der Part ist ja auch schon fast zu Ende. Das gibt's ja nicht. Das ist ja das ist echt gemein. Aber trotzdem, warte mal, wir können mal probieren, ob wir die Gute nicht trotzdem da und so aufbessern können. Spezialmod Radarbeilsender. M-Sat. Kleber fehlt. Aha, da fehlt schon wieder Kleber. Es ist Heckmodul haben wir drinnen. Fabrik. Warte, da war irgendwas mit Arm. Armrüstung. Handrüstung. Armrüstung war es normalerweise. Da fehlt auch Kleber. Nein, warum fehlt denn immerfort Kleber? Beine. Die hat sie ja eigentlich schon, ne? Sie ist eigentlich eh gut benannt. Ich habe gar nichts machen können, weil ich keinen Kleber habe. Du bist schuld, du hast sicher meinen ganzen Kleber stibitzt. Ja, ist so. Ach, Käse. Dann werden wir mal hier wieder einsteigen. Zack, zack. Dann möchte ich gerne irgendwie diesen Helm reparieren. Das heißt, wir müssen einmal, da der Part jetzt eh schon wieder leider Gottes zu Ende ist, werden wir mal kurz nach Sanctuary Hills reisen. Und ich werde dort mal schauen, ob wir den Helm hinkriegen. Weil ehrlich gesagt, ich mag diese Powerrüstung. Ich würde sie gerne behalten, ehrlich gesagt. Ja. Ich werde auch bei der anderen Powerrüstung mal den Fusionskern... Ich glaube, dann habe ich den drinnen. Wonach du suchst, das weiß er. Du weißt schon, was Korrektur lesen soll. So. Ich würde gerne den Fusionskern. Okay, den habe ich eh draußen. Das ist gut. Das passt. Kann ich den denn nicht alles nehmen? Lagern. Warte mal. Kann man hier herstellen? Transferieren? Werkstatt. Ah, ich muss die Baurüstung schon wieder ausziehen. Also raus da. Phew. Chang, chang, chang. Was ist? So, herstellen. Ich möchte gern den Helm da machen. Modell A, Modell B. Das ist Modell B. Verbesserte Schadens- und Energieresistenz. Yes, das ist echt nicht so schlecht. Aber. Aha, es fehlt Aluminium und Schaltkreise. Aha, verlassen, ja. Mühselig. Weil hier die Sachen schon fehlen. Ah, warte mal kurz. Trotzdem kann ich nicht den Helm reparieren. Helmlampe, unbehandelt. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie nur anbieten. Ah, da steht, dass wir 136 haben. Oder? Oder 4 von 136? So, nein, oder? Anfertigen. Ich tue mal das T weg. Warte mal. So. So und so. Nein, haut doch eh hin. Ich weiß nicht, warum die das immer suchen will. Also jetzt nochmal. Also Modell A, Modell B tun wir jetzt mal basteln. Wir tun das jetzt anfertigen. Dann machen wir aufs Unbehandelt. Machen wir B.
Winteranstrich erhöht Energieresistenz. Erhöht Strahlungsresistenz. Erhöht das Charisma, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Ach so. Ach so. Voltec-Lackierung, echt? Erhöht Stärke, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Oh, ganz ehrlich, ich will das Charisma haben. Warte mal. Warte mal. Nein, es ist schon auf den bezogen. Winteranstrich. Voltec-Lackierung. Ehrlich gesagt, will ich echt gern haben. Charisma und so. So, warte. Verlassen. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ich will da einsteigen kurz. Ich mach. Na, wieso tut sie jetzt denn rein? Kack-Fusionskern. Den muss ich nachher rausnehmen. So, einsteigen bitte. Den muss ich mal kurz auf die Seite stellen. Boah, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Nur mal so, ich werde mal hier hinpacken. So. So. Aussteigen. Und den anderen ranstellen. So. Sie redet auch immer fürchterlich, die Mama Murphy. So. Und tap, 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 tap. So und eh. Hey! Ja. Jetzt? Guck dir das an. Tut mir leid, das kann ich nicht tun. Ich will nur aussteigen. Fix und die Geigen. So. Passt. Herstellen. Das müsste ich normalerweise. Perfekt. Alle 60er Teile kann ich jetzt herstellen. Da kann ich jetzt unbehandelt auf Voltec-Lackierung gehen. Dann, das war jetzt. Nein, dann hier das nächste, genau. Voltec. Dann hier der Arm. Nein, den hier mal zuerst. Voltec-Lackierung. Dann der Torso. Ja, passt schon. So. Lackiert. Anfertigen. Dann das Bein. Achso, es hat ja schon die Lackierung. Hat schon. Der Arm ist noch. Warte. Ja. Warte, ist es richtig? Ich glaube schon. Unbehandelt auf das. Passt. Volt, 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 Volt. Tesla, Tesla. Achso, das ist wieder ein anderes Modell, ne? Oh nein, das passt schon. Tesla, das und so. Modifizieren, zurück ausrüsten mit R. Reparatur. Ja, und wie repariert man den Kerl? Ich bin ja schon bei der Werkstatt. Mit T. So. Reparieren. Jetzt R. Passt. Dann könnte man hier noch. Ich muss aufhören, ich weiß. Müssen wir hier noch, warte, können wir hier noch irgendwas, Tasche oder so? Nein. Aber Modell B können wir machen. Dann auch hier. Modell B. So, auch hier. Ah, das ist es schon. Da haben wir auch schon B, dieses hier. B. Okay. Und hier auch. Na, komm. Passt. Und wo noch? Jetzt haben wir BB. Da ist noch. Ah, das geht's nicht mehr aus, weil der Kleber fehlt. Okay. Muss ich mir einen Kleber noch suchen. Aber ansonsten schaut sie schon mal zu schlecht aus. Passt, wollen wir mal kurz verlassen. Cotsworth. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!